Hallo Römer-Team-Freunde, was geht? Willkommen zurück. Let's play Rise of the Tomb Raider. Wir haben die Karte aktualisiert, okay. Die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und das will ich gerne herausfinden. Wir sind ja noch in diesem optionalen Grab hier. Oder Herausforderungsgrab. Können wir da wieder hoch? Oder muss ich... Und wo muss ich... Muss ich da reinspringen? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt richtig war oder wir erst da hinten hätten lang gehen müssen. Oi. Das war... Ah. Hi. Gesundheit, Maxi. Danke, Maxi. Nett von dir. Ja, ich weiß. Boah. Ist mir das nicht gestern bei Tomb Raider, vorgestern bei Tomb Raider auch schon passiert? Ich weiß es nicht. Ah. Ei. Ah, Molotow bauen, okay. Wie war das nochmal? Ja, so, okay. Bumm. Irgendwie hatte ich ja jetzt Schiss, da lang zu gehen, ne? Oh Gott. Auch noch kriechen. Ich hab das Gefühl, ich muss gleich nochmal niesen irgendwie. Ah. Und ich hab das Gefühl, hier sind wir richtig. Ich hab nicht E gedrückt. Nein. Was für ein Einstieg. Ja, super geil. Ich bin verwirrt. Wo zur Hölle sind wir? Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Und wo zur Hölle muss ich hin? Mann. Was finden wir hier? Eine Mutter. Okay. Okay. Rutsch doch nicht einfach runter, ey. Krach doch nicht einfach rein in so Dinger. Wow, Maxi. Wow, also. Wow. Wir haben neuen Fähigkeitspunkt. Einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ach so, Level. Ja, bestimmt um irgendwas zu bauen, ne? Ja. Um was zu bauen. Das geht doch locker nicht, oder? Nee. Wie mache ich das? Soll ich oben rüberwerfen? Ich versuch's mal. Nein. Ja, so vielleicht. Na, geht doch. Als ob. Das klang gefährlich. Was immer sie gefunden haben. Alter. Alter. Mann, ich hab hier locker schon 50.000 Dinge übersehen. Bnimania. Oder so. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen.
Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Provisorische Waffen. Was soll ich sagen? Nee, das heißt nicht wie, bla, manje, bla, blö. Was bekommen wir? Erfahrung. Da steht Vni Manje. Vni Mani ihr. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein W. Ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Neues Basislager entdeckt. Okay, war noch ein Basislager. Oh, gönn dir, Bruder. Jo. Achso. Nice. Neues Lagerfeuer. Waffen-Upgrades. Yeah. Können das upgraden? Ah, nur das oder wie? Nicht die Schrot? Ne, die können wir nicht upgraden. Schade. Was ist eigentlich besser? Die Schrot oder die... das Sturmgewehr? Eigentlich bin ich ja eher der Fan von der Schrot. Auf jeden Fall. Wir können Gewehrmunitionsbeutel. Oh, nice. Ah, komm, snacken wir uns. Wenn wir es schon haben, dann können wir es auch benutzen. Was haben wir hier? Zeitfenster für ein Ausweichkonto wird größer. Okay, ein Ausweichkontor. Konto? Konter. Feinde ohne Rüstung durch zeitliches perfekt abpassen. Ist beides nicht so geil eigentlich. Ah, okay, Kopftreffer. Tod von oben, Kills und Lautlose und Kopftreffer, okay. Ach, Verketten. Oh nee. Erhöht die Menge der natürlichen Herstellungsmittel. Ah, was sind wir bei Überlebender? Schnellere Herstellung von Wurf verwirken. Stellen Sie aus Rotbenzinkanistern Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Eigentlich ganz geil, ne? Bringt mir Erfahrungspunkte. Okay, erhalten Sie Bonus-ERP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Eigentlich ist das ganz geil, ne? Wenn wir uns Objekte finden, fortschrittende Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten eine Größe. Okay, nee. Nee. Und wir nehmen mal das hier. Mehr Erfahrung durch Relikte und so. Wir sammeln ja ziemlich viele Relikte, Dokumente und dies, das, Ananas. Deswegen ist das ja eigentlich ganz praktisch, würde ich mal meinen. Hat man das praktisch gerade gehört? Ich hoffe ja. Kann ich das von hier irgendwie anzünden? Ich hab Angst. Indem ich es irgendwie da hinwerfe oder so? Nein. Das war knapp. Okay, dann müssen wir da... ah. Okay, das müssen wir später machen. Also, okay. Alles klar. Aber da können wir auf jeden Fall hinkommen. So ist es nicht. Haben wir noch eine Flasche. Haben wir ein bisschen Erz. Ich guck gerade erstmal, wo wir die Flasche nutzen könnten. Ich gehe mal hier hoch. Mit der Flasche, ja. Mit der Flasche. Könnte sein, dass ich das mit der Flasche machen muss, oder? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, diese Wegen hier, die sehe ich. Ja klar, alles klar. Aber anbrennen kann ich die ja nicht, ne? Nee. Bringt jetzt nicht unbedingt was. Kann ich das irgendwie... auch nicht.
Nee, macht doch keinen Sinn. Hab ich da oben vielleicht irgendwie... Ja, das habe ich. Okay, alles klar. Ja, schön. Ah, ich hab's gerade gesehen. Okay, Moment. Ich hab's gerade erkannt. Da ranspringen. Genau, dann wird die Lore da runter. Geschafft. Das Wasser ist blockiert. Sehr geil. Verdammt, ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ach wie? Dein Ernst jetzt? Oh! Manno! Manno! Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Was können wir denn machen? Ja, nochmal da ranspringen bringt nichts. Wie kann ich denn das, hier oben konnte ich auch nichts mehr machen, ne? Da unten war noch ein Relikt, ne? Stimmt, das muss ich gleich noch holen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja. Ah. Genau. Das Problem jetzt ist doch... Eben. Genau das war gerade das Problem. Ah, oder muss ich das so ganz schnell machen jetzt? Von hier oben kann ich nicht, oder? Von da unten meine ich. Dass das Ding gar nicht, dass der Wagen gar nicht erst aufgehalten wird. Das krieg ich gar nicht hin, oder? Ah, Moment. So? Und spring! Na? Nee. Hat auch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich hab null Ahnung. Ha, null Ahnung. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Das mag sein. Vielleicht sollte ich mich doch einfach hier mal ein bisschen umgucken. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja. Das versuche ich gerade zu finden, Lara. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Okay. Okay, hier komme ich nicht rein. Komme ich da hoch? Nee, ne, das... Na gut, das bringt mir auch gar nichts. Wieso gucke ich eigentlich so? Ha. Okay, irgendwie muss ich... Ich weiß nicht, was ich machen muss. Bin ich... Kann ich mehrere gleichzeitig freilassen? Nein? Warum nicht? Macht keinen Sinn. Wenn ich die von hier irgendwie ziehe, bringt das was? Nee. Muss ich vielleicht unten erstmal noch was machen? Ich weiß es auch nicht. Hier irgendwie?
Nee, auch nicht. Ja. 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 Ich hab keine Ahnung. Ich hab null Ahnung, echt. Wenn ich das jetzt runterziehe. Okay, jetzt ist der Wagen hier geblieben. Jetzt mal. Okay. Was bringt es mir jetzt, dass der Wagen hier ist? Kann ich das... Wie ging das nochmal abzulegen? E-App? Ja, ich hab's abgelegt. Ist okay. Was soll ich damit jetzt machen? Ich guck mal, ob ein neuer Wagen gespawnt ist. Vielleicht habe ich es eben auch einfach nur nicht schnell genug gemacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist ein neuer Wagen gespawnt. Alles klar. Mach's nochmal so. Und nochmal ranspringen. Ja gut, nee, das bringt definitiv nichts. Ey, ich habe keine Ahnung. Null. Ahnung. Kein Plan. Gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur zu blöd bin dafür oder... Weiß ich nicht. Ups. Hä? Meine, ich check's halt echt nicht. Hier ist aber auch nichts mehr. Ja, da muss ich hin. Habe ich eben zum Beispiel gar nicht gesehen. Bin ich nicht nah genug dran, oder wie? Jetzt. Hä? Eieieiei. Moment. Ja, nee, ich muss den ja irgendwie runterziehen, ne? Komm ich da oben hin? Irgendwie, Moment. Ich muss da oben hin und das dann festbinden. Komm ich doch locker rauf, oder? Hier irgendwie zum Beispiel, oder hier. Nein? Warum nicht? Doch, hier, so... Zack, okay. Alles klar. Nice. Was war hier gerade? Irgendwas war hier gerade. Da. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ich sehe da gar nichts, weil es zu dunkel ist. Hier ist eine Wand. Aber hier ist doch noch was. Ich sehe es doch. Ah. Ein geheimer Weg. Oh, nett. Nett, 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 nett. Na, jetzt habe ich so viel Ewigkeiten an diesem Rätsel verbracht, Alter. Dass der Part gleich vorbei ist. Wow, ich hab... Ey. Manchmal habe ich irgendwie Denklücken. So, das... Ranbinden, genau. Okay, und jetzt... Wunder! Easy. So, zack. Und das Ganze begutachten. Geschafft. Jetzt ein Feuerchen. Juhu. Sehr geil. Bam. Nein. Oh Gott, oh Gott. LOL. Okay. Wie ich das geschafft habe, ist mir ein Rätsel. Aber ich habe es geschafft. Hatten wohl irgendwann genug.
Wow. Ich dachte gerade, ich flieg da runter und sterbe. Ohne Witz. So. Das ist das Geheimnis, was wir hier holen. Beziehungsweise der Schatz des Grabes. Und den holen wir im nächsten Part, Leute. Ja. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. So, die Münzen holen wir uns noch. Und den Schatz holen wir uns im nächsten Part. Ha, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ob bin ich gemein. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.